beziehungsweise leitet nicht unbedingt ein, dass ich weiß, was wir machen müssen. Okay, also hier geht's auch echt nirgends rauf, ne? Also. Ich weiß ungefähr, was wir machen müssen, aber. Das alles deutet darauf hin, dass wir auf diese Torbögen drauf müssen und dann quasi auf ihn drauf springen. Aber. Ich habe mir überlegt, vielleicht muss ich hier irgendwas kaputt machen, ne? Dass ich raufkomme. Da denke ich auch einfach super kompliziert schon. Hi, Baker. Ich weiß es immer, aber I don't know. Die Lösung haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ja, ich denke, wir müssen auf das Schwert. Und das Schwert ist genau so hoch, wie wir müssen. Hey! Hey! Niemand hat gesagt, du darfst hier eine Stampede durchführen. Und, ne, also wir können aufs Schwert drüber hangeln und dann auf das Ding da drauf. Aber... gut. Okay, das wird dauern. Ja, weiter. Lass mich halt! Bin ein schwer vom Begriff und hab Kopfschmerzen. Sehr gut, Kopfschmerzen. Wir sind ein gutes Team. Wir sind ein gutes Team. Was? Moment, was hat er denn da gemacht jetzt? Hat er das Schwert zur Seite? Hat er das Schwert zur Seite gedingst? Gott, was kann man da rauf gerade? Okay, Moment, gib mir nochmal einen Moment. Das kriegen wir schon hin, kriegen wir schon hin. Wegen was? Rafi. Ich weiß nicht mal, ob das richtig war. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Das kann dauern jetzt, weil ich echt keine Ahnung habe, wie ich das machen soll. Kriegen wir schon. Ich try auch einen Boss 7 Stunden. Also, das ist nicht das Problem.
Wir haben ja noch. Wir haben ja noch weitere 3 Stunden mindestens Zeit. Er legt das Bein nach unten und er wartet auf irgendwas. Yes! Er hat's geschafft! No! Oh Gott, damn it! Okay, 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 wir sind der Lösung schon näher. Nicht verzagen, der Zocker findet's irgendwann mal raus. Oh Gott, damn it, okay. Umerfordert? Überfordert? Hey, alles cool. Es gibt immer Leidensgenossen. Ich meine, das Spiel lebt davon, dass ich es rumprobiere. Wie kriegen wir es hin? Also, in einer Stunde sollte man das hinbekommen haben. Oh, sehr gut. Ah, ich glaube, ich nehme gleich direkt noch eine Kopfschmerztablette. Irgendwie wirken die Placebo-Dinger nicht. Oh, oh, Stampede! 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 Ey, sterbt vom Hinfallen, vom Stolpern. Ist das euer Ernst? Schön, dass ihr da seid. Ey, ein bisschen jetzt hier failen, wenn es so einfach wäre. Nee? Ich habe schon früher erkannt, dass ihr auf etwas wartet. Auf bessere Zeiten eventuell. Okay, so einfach rüberspringen, ne? Was mache ich denn da? Ich weiß nicht, was ich da mache. Oh, das ist sogar die richtige Seite. Dort wollen wir ja hin. So. Und jetzt? Nein, auch nicht. Vielleicht wirst du auf eine gewisse Gelegenheit warten. Okay, vielleicht sollten wir einfach mal beobachten, was er macht. Ist das das falsche Bein? Gib uns das linke Bein. Mir das linke Bein. Ja! Aber wow, wow. Yes. No. No. No! Wir kommen ja gar nicht in die Nähe. Müssen wir das Schwert vielleicht dazu verwenden? Da rauszukommen.
Hey, Xerxes. Schön, dass du wieder da bist. Ist der da? Nee, der hat nur da. Ja, das wird uns nirgends hinführen. Das Schwert muss... Die Frage ist... dann hier. Mach kaputt das Ding! Hä? Das Ding schwebt! Das ist doch Cheaten! Das andere Bein. Hopp, 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 hier bin ich. Nein, nicht da. Wir müssen es auf alle Fälle abkürzen. Die Frage ist, wie kriegen wir dazu? Ich schätze, wir waren jetzt lange nicht lang genug auf dem Schwert, dass wir auf die Tribüne drüber kommen. Na, wie kriegen wir dazu, dass der... quasi mit dem Schwert in Richtung die Tribüne zeigt? Das tut er nämlich eigentlich nie. Prinzipiell hätte ich gerne gewusst, ohne dass sie zu viel sagt, mache ich es so richtig oder ist es falsch? Okay. Gut zu wissen. Hi, Night Level. Hi, Pause. Achso, hi, habe ich schon gesagt. Hey, das war XD. Doch deine Schritte, naja. Okay, dann probieren wir mal was.
Ah, Quatsch! Ich hab schon... Die Kopfschmerzen sind schuld. Ich hab die ganze Zeit auf seine Beine und ich hab die Rampe nur immer so semi wahrgenommen. Dachte mir schon so, hä? Irgendwas ist hier komisch, aber das hat nur im Hinterkopf. Oh, oh Gott. Hirn. Oh. Mann! Okay, die Frage ist, ob wir jetzt auf der richtigen Seite sind. Ich glaube nicht. Oh. Also ich finde selber den Weg, ne? Das dauert ein bisschen länger, aber ist doch cool. Cool, ich find's da raus. Ich glaube, wir sind dann wirklich auf der falschen Seite. Sehr gut. Ja, ich fürchte, wir sind auf der falschen Seite. Wir müssen es nochmal triggern. Ich schau mal. Ich glaube, wir sind auf der falschen Seite, Martin. Ich komme hier nur ins Rauch, das ist das Problem. Ich schaue mir noch ein bisschen nicht, dass sie nochmal triggern müssen und so. Können wir den Stein nicht drüber ziehen? Ja, wir sind auf der falschen Seite. Da oben ist doch ein Weg. Kann der... Brauchen wir ihn nochmal? Hallo? Schauen wir mal. Probieren wir mal was. Hier bin ich. Ich sehe ja drüben auch keinen Weg, das heißt, eventuell brauchen wir ihn nochmal für irgendeine Action. Hallo. Oh, wir haben wieder ein Stückchen Leben abgezogen. Ich sehe schon, morgen machen wir einen Bogen ran. Fahrt. Okay. So, dann, ey. Mit den krassen Plays. Er kennt doch seine Pappenheimer. Er weiß doch, er kennt doch das Spiel. Das ist doch unnatürlich. Oh! Er will das jetzt schon nur in die Länge ziehen. Verdammt, ihr habt's recht. Ihr habt's erfasst. Ich hab's doch schon lange gesehen. Ich wollte es nur so rumtun. Ich hab gesagt, er sieht mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst. Hey! Der muss uns doch sehen. Hui, der schlägt jetzt nicht ernsthaft auf die Brücke. Ein. Okay.
da stellt sich mir natürlich die Frage, was für einen Sinn das hat. Aber hey. Wir haben Zeit. Ach so, ja, da hinten. Hab ich schon gewundert, hä? Komm ich auch gar nicht hoch. Ha, wieder ein Stückchen abgezogen. Ich bin halt auch, ich hätte Bogenschützen werden sollen. Seid offline! Der Zocker ist ja gar nicht online. Wahrscheinlich gibt's schon wieder Probleme. Seid offline! Ah, okay. Wir streamen seit 7 Stunden. Bezüglich einer 20-minütigen Vorbereitungszeit streamen wir das Spiel 6 Stunden und 40 Minuten. Hallo. Hi, Ibens. Alles klar, dann gute Nacht. Was sagt ihr, zeige ich die Subs zu dem neuen Einhorn? Also für meinen Geschmack ist es ein bisschen überzeichnet. Vor allen Dingen halt im Dark Mode, aber ich weiß nicht, wie es halt im White Mode aussieht. Hier. Yeah. Ist okay, Alter. Nee, auch dieses Täuschen war es nicht. Ach, hier vielleicht. Verdammt! It's a trick! Dark Mode Beste, ja, das ist so. Das weiß doch jedes Kind, was Dark Mode Beste ist. So, die Frage ist, warum hat er die Brücke kaputt gemacht? Voll doof. Was passiert, wenn er alle Brücken kaputt macht? Ein Prozent. Tja, ich würde sagen, Easy, du kannst einfach nicht heilen. Und oder keinen Schaden machen. Das liegt an dir. Hey, der weiß, dass ich ihn killen möchte. Der kleine Penner. Bis ich da bin und auf seinen Kopf jumpen kann. Yay! Der Zocker ist einfach drauf, muss man einfach auch sagen.
Gute Nacht. Ja, dann sag doch mal, bevor du gehst, bis du zum neuen Einer sagst. Ich hab gesehen, am Abend. Ja, selbstverständlich. Ist ja ganz klar. Da unten seht ihr das. Die Frage ist, hätte er das Schwert losgelassen oder so? Was wäre passiert, wenn wir mit dem Bogen drauf geschossen hätten? Er lässt tatsächlich die Waffe los. Kannst du das Schwert looten? Das wäre lustig. Nein, ist despawned direkt. Leider despawned direkt, oder? Oder seht ihr das noch? Ich meine, das auf dem Kopf ist jetzt deaktiviert, ne? Shake it, shake it, shake it, shake it, yeah, shake it, shake it. Hat zu viel Head and Shoulders gehabt heute. Nicht, nein. Wie immer seid ihr, das ist echt schlimm. Ihr seid immer so anspruchsvoll, was Witzern geht, das ist echt schlimm. Was wollt ihr denn noch von mir? Hier vielleicht irgendwas? Oh, ich habe das Schwert gar nicht mehr ausgerüstet, oder was? Willst du mich verarschen? Doch, habe ich. Ja, zeigst du mir noch nicht an. Trollst du mich? Ach, seine Handfläche. Wäre natürlich jetzt interessant, ob er mit der Handfläche auf uns zuschlagen möchte, oder? Ah, jetzt. Ich habe eine Idee. Oder auch nicht. Meine Idee brauchen wir gar nicht. Dass es einfach mit den Händen zusammenklatscht. Schüttelt er die Hand. Und ich kann ihn killen. Das Spiel lässt einem gar keine Zeit abzuhauen. Direkt wird man penetriert von den schwarzen Geistern.
Der vorletzte. Beeile dich! Beeile dich! Da kommen ja irgendwelche Dudes, ne? Ja, 16 Kolosse. Und 16 Dudes, die dann um uns stehen. Ja, sind jetzt die alten Dudes, die hier mal gelebt haben. Ne? Der alte Stammclan oder whatever. WB, Tobi! Ein bisschen deinen Geist beruhigt. Und jetzt so weiter Monster da gefarmt. Spielt schon wieder was anderes. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Ein Rat von mir. Lass es gut sein. Sei auf die sauer. Gib denen mal deine Meinung. Aber mach keinen Blödsinn. Mit Pech, ne, wissen die Bescheid und dann, bist du irgendwann mittellos. Spricht sich leider sowas rum. Und Co. Leider gibt's Arschlöcher auf dieser Welt. Ich würde denen meine Meinung geigen. Und damit muss es dann halt leider gut sein. Und damit Thema abgehakt. Monster wird immer noch gespielt. Nice, welche Jägerin bist du? Ja, wir müssen auch dringend weiterfahren. Wahrscheinlich werden wir das dann gleich im Anschluss machen. Na? Das, aber Jägerrang 70, das dauert doch ewig.
das Pferd kann springen. Boah, was ist das denn jetzt hier? 70, meine Güte. Ich wusste es. Ab 60 gibt es ein neues Feature. Boah, 60. Wir sind 40 jetzt. 43, ne? Ja, ich muss weiter grinden. Vielleicht machen wir Samstag, Sonntag Special. Es sieht so aus, als müsste ich, als käme dann Wochenende Besuch. Hallo. Wahrscheinlich. Und, zu meinen Eltern war ich am Donnerstag. Ich hoffe, das reicht. Ich muss das neue Auto einfahren. Hab schon welche mit 95 gesehen, ja. Suchtis gibt's überall, nicht? Wir müssen auch weiter grinden. Bin gerade 24. Oh, süß. Also für Auto ist Lupo. Sieht aus wie ein uraltes Auto. Hat auch nicht die Welt gekostet. 1200 Euro oder so. Was soll man machen, ne? Und fürs erste, ne, wir wollen ausziehen. Was wir brauchen, ist fahrbare Schüssel mit. Verdammt. Geronimo! Hey, ich lebe noch. Aber wir haben jahrelang. Oh. Jetzt ein Auto gefahren mit Automatik und ich kann da gar nicht mehr Schaltung fahren. Das heißt, erst am Morgen, übermorgen schön gediegen. Oh, scheiße, um 10, wo da nichts mehr los, nicht so viel los ist mehr in der Stadt. Erstmal rumfahren. Und dann geht's ab zu meinen Eltern und auf dem Land gibt's sowieso, ist sowieso nichts. Ich habe ein bisschen Schiss vor's Ausparken. Ist das euer Ernst? Ausparken wird mein Problem sein, / Ampeln. Ne, das ist so ein bisschen. Oh je. Aber das kriege ich hoffentlich hin. Versuch Nummer 2 und direkt wieder gescheitert. Yay! WB, Rosier, WB. Bitte erklär mir das Spiel. Es geht darum, dass du für eine Tuse unbekannter Beziehungsstatus. Ob sie Schwester oder whatever ist. Kindheitsfreundin, keine Ahnung. Die ist tot. Und wir haben gehört, dass wir hier am Rande der Welt. Nee, Browser, sorry, aber. Ich hab mich festgehalten, es geht nicht. Fühl mich verarscht vom Spiel. Der schwerste Endboss. Eine kleine Lücke. ja. Okay, wir brauchen unsere Epo da. Achso, nee, wir sind noch aufgeklettert, ne? Hallo! Hallo! Hey. Okay, vielleicht geht's ja mit dem Pferd. Das konnte ja voll durch Magie springen. Das ganze Spiel über konnte das Pferd nicht springen, aber jetzt kannst du auch plötzlich. Ja. No! Ferdi! Hallo! Oh,
Hi, Star Fox. Hey. Wir können runtergehen und Pferdefleisch besorgen. Yes! Ich meine, war gar nicht knapp, ne? War gar nicht knapp. Ich weiß gar nicht, warum ihr da so ausrastet. Verstehe ich nicht. Wie alt ist das Spiel? Das Spiel ist aus dem Jahre 2005, aber das Spiel hier ist geremaked. Also es ist kein einfaches Remaster, sondern es ist tatsächlich remaked worden. Was natürlich dann die Chance offen lässt, dass eventuell Monster nachgereicht werden, was ich natürlich hoffe. Beziehungsweise Colossis, die eigentlich ja geplant waren, aus Zeitmangel aber nie ins Spiel geschafft haben. Ja, lässt natürlich die Hoffnung offen, dass es jetzt dann im Nachhinein nachgeliefert wird. Ich bin ein Kfz-Mensch, der bei VW arbeitet. Cool, okay. Ja. Ich bin nicht zufrieden, ehrlich. Und sobald ich weiß, dass meine Frau länger bei der Firma arbeitet, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld kriegt, kaufe ich direkt ein neues Auto. Es ist halt so, dass ich in der Woche halt mindestens zweimal unterwegs bin mit dem Auto. Und da hätte ich schon gern ein schmuckes Auto, das schöne Features hat. Zum Beispiel nicht unter meinem Arsch wegrosten. Oder nicht, wo ich Sorgen haben muss, dass es direkt dann wieder ein Fall für die Werkstatt ist. Glaube ich weniger, aber es sieht gut für ein Alco-Remake aus, was ich heute gelesen habe. Ja, sie arbeiten anscheinend gerade momentan an einem weiteren Remake, oder? Habe ich es richtig gelesen? Was natürlich super wäre, dann können wir das nämlich auch nachholen. Was? Meine Frau kriegt auch keine Prozente. Soll es sonst sein? Ich meine, wenn sie ein Remake machen, was soll es sonst sein? Ah. Nee, ich will ein neues Auto. Oh Gott, no! Der Feind Nummer 1 in diesem Spiel. Der Abgrund. Er hat uns schon so viele Leben gekostet. Genau 4. Das ist der harte, das ist der wahre Endboss in diesem Spiel. No, jetzt müssen wir das nochmal machen. Was? Ich wollte nur ausprobieren, ob ich da festhalten kann. Spiel. Warum? Hallo! Ich hab gehört, alle gute Dinge sind 5. Kriegen wir noch hin, Leute. Versprochen. Wir brauchen einen Death Counter. Wie oft sind wir gestorben in diesem Spiel? 7 Mal jetzt höchstens? Das war mal bei dem Dude, der mit dem Nebel um sich schmiss, das absurden Damage verursacht hat. War jetzt gar nicht wieder, schon wieder knapp. Pyra! 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 Das arme Tier.
Egal. Können wir neu kaufen. What? Wir kommen sowieso nicht nach Hause. Ich kann mich an Dark Souls erinnern, wo wir einen Death Counter hatten. Ja. Ist aber immer so umständlich zu machen und zu tun und. Brauchen wir nicht. Das zweite Mal hast du dein Pferd getötet. Aber ich wusste ja gar nicht, was passiert. Es hätte auch diesmal ganz anders sein können. Ich wasche wie immer meine Hände in Unschuld. Hi, Beuteri. Ja, das ist die PS4 Pro. Ich dachte, diesmal stirbt das Pferd nicht. Diesmal schaffen wir es richtig. Wir haben es wieder nur ganz knapp geschafft, aber wo sollen wir das wissen, ne? Nicht schlecht. Also wenn ich so an einer Wand kraxeln würde, die Schwerkraft würde sagen, nein. Du bist zu fett. Du bist zu krass unterwegs. Nein, Cyberdrehen. Ja, ich kann mal das Spiel zeigen. In höherer Auflösung. Also Auflösung, bessere Grafik, aber dann... echt krass aus, aber dann sind sie noch so 15 Frames statt den gemütlichen nice 60. Das Spiel sieht schon echt Wahnsinn aus.